begegneten sich, ihre Herzen entflammten, Hoffnung auf versehntes Lebensglück. Doch die Flammen tobten wild und sie wichen nicht zurück. So kam es, dass die darin verbrannten. Zurück blieb Asche und Entsetzen und dem folgten Scham und Wut. Doch Vernichtung war nicht alles, was entstand. Denn aus der Tiefe dieser unbeherrschten, knisternden Glut entstieg ein kleines Kind und es gab ihnen die Hand. Urgeraten vom Kopf bis zum Fuß. Minus und Minus ergibt Plus. Gerade als ihre Herzen verdorren wollten, wuchs es nun, als wollte es den Brustkorb zersprengen. Und so sehr es sie auch auseinandertrieb, am Kinde blieb es stets hängen. Am Grund des tiefen Risses, der sie energisch trennt, sitzt ein Geschöpf, das beide unbeirrt verbindet. Wohin geht die Reise und wie soll sie geschehen? Nicht sie, nicht er, das Kind wird sein, es seinen Weg findet. Schätern verachtend, Gott zum Gruß. Ein Quell voller Hoffnung, kein Raum für Verdruss. Wohlgeraten vom Kopf bis zum Fuß. Minus und Minus ergibt Plus. Sich schuldig und hat Schuld überhaupt einen Sinn? Führen Klagen und Strafen irgendwohin, wo neues Leben entsteht, spürt es alte Sünden fort, braucht Raum zum Atmen, braucht einen unvergifteten Ort. Was muss man für ein Monster sein, ihm dieses Recht zu versagen? Warum sollte es die Last der Alten mit ihnen tragen? Es gibt nicht einmal viel zu tun, ihr Kind hat längst gelernt zu gehen. Es reicht ihm einfach nur nicht länger, im Wege zu stehen. Auferstanden aus Asche und Ruß, entsendet dem Leben einen herzlichen Gruß. Wohlgeraten vom Kopf bis zum Fuß. Minus und Minus ergibt.